Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultimate Fishing Simulator mit mir, dem Arne Wotterschwenk. Ja, die Beta wurde noch mal ein paar Stunden verlängert, deswegen bin ich jetzt noch mal unterwegs hier am zweiten See. Und wir wollen auf den Wels gehen. Einen habe ich schon gefangen. Da fahren wir einfach mal am besten hier ein Stückchen weiter raus. Und den fängt man mit Pose nicht so gut. Deswegen angeln wir den mit Gummiköder. Hier ist schon eine schöne Stelle. Gucken wir einfach mal. So. Also meine Ausrüstung kann ich nochmal kurz zeigen. Ist jetzt, ja, die Dakino Max 65, Dakino H770 Rolle. Also somit die stärkste Rolle, ist auch eine Multirolle. Und dann Okena TTV Braid 0,6 und halt der Okena UK ja, Gummiköder. Ja, hier den Boilie kriege ich hier leider nicht raus. Den kann ich auch nicht rausziehen. Der ist jetzt hier leider drinne, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, und dann am besten bei Nacht. Ich habe jetzt 19.50 Uhr. Und ja, dann schmeißen wir einfach mal aus. Also ein bisschen über die Hälfte. Und machen so ein bisschen, ja, ziehen straight durch. Und dann ab und zu mal ein paar Pausen machen. Der sinkt jetzt auch gut runter. Hier ist jetzt schon bei 4,4 Meter. Gute Stelle, denke ich mal, auch für Wels. 6 Meter schon tief. Ja, also mit Pose hat den von uns noch keiner gefangen. Den haben wir halt hauptsächlich mit den Gummiködern gefangen. Oder halt mit Oberflächenködern, mit den Boblern. Oh, 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 oh. Schlagen wir mal gleich an. Das könnte vielleicht sogar schon einer sein. Ne, es ist, oder? Doch, könnte sein. Schauen wir einfach mal. Oh! Ach, das war irgendwie ein bisschen buggy gerade. Jetzt haben wir auch hier schon wieder den Mauszeiger. Ja, da bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig. Der geht auch nicht mehr weg. Als, ich gehe mal hier einmal nochmal komplett raus. Ja, ist halt noch ein bisschen buggy zurzeit. Gehen wir gleich nochmal rein. Multiplayer, My Language. Gucken wir mal, ob wir jetzt zum Zinker kommen. So, gehen wir nochmal zum Boot. Na, wir sind jetzt hier alleine. Kein anderer weiter im Chat. Ja, manchmal ist das so ein bisschen, wenn die Route so ein bisschen hin und her zuppelt. Und dann spuren wir jetzt nochmal vor. Machen wir wieder 20 Uhr so in dem Dreh. Ja, machen wir 20 Uhr. Das Licht mal an mit L. Fahren wir nochmal zu der Stelle. Oh, 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 oh. Hier sind ganz, ganz viele Punkte. Bleiben wir hier gleich mal stehen. Und probieren mal unser Glück. Oh, schmeißen wir noch so ein bisschen über die Hälfte hier. Haben wir den. Ah, jetzt habe ich schon zu früh gedrückt, oder? Naja, geht noch, geht noch. Den haben wir auf jeden Fall gehakt. Oh, der scheint auch wirklich ziemlich tief zu sein. Das könnte vielleicht einer sein. Gucken wir einfach mal. Wir vielleicht unseren ersten Wels haben. Sind wir schon recht dicht hier. 5 Meter erzählen wir, glaube ich, gleich raus. Ne, Large Mouth Barsch. Aber auch gut. 5 Kilo. 100 Erfahrung. So, schmeißen wir nochmal so ein bisschen in die Richtung.
Ich glaube, so supermäßig weit muss man jetzt nicht ausschmeißen. Mal zwar auch wieder 42 Meter. Ja, übrigens, Urin lassen braucht ihr jetzt nicht mehr. Also laut Informationen hier auch von unseren Bierschüppchen-Membern hier, kann man den Balken ruhig volllaufen lassen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Lassen den Balken einfach mal voll. Oh, oh, oh. Geht die Spannung gut hoch. Spannung. Ah, nochmal ein Large Mouth Barsch, okay. Ja, die angeln wir hier wirklich wie am Schnürchen. Ich guck mal gerade, hier sind richtig viele Spots. Also vielleicht ist hier auch ein Wels dabei auf dem Sonar. Ich schmeiß mal ein bisschen weiter nach rechts. Mal so die Hälfte. Ja, das wird dann hier auch erstmal das letzte Ultimate Fishing Simulator Video sein für diese Beta-Phase. Und ja, und dann gibt es ja dann auch noch die nächsten Beta-Phasen, wo dann noch unser Feedback eingegangen wird und einiges an Bugfixes gemacht wird. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was alles geändert wird. Schauen wir einfach mal. Aber bisher hat es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon einige Stunden jetzt hier in dem Spiel verbracht. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. So, dann gucken wir hier vielleicht nochmal. Das ist hier, glaube ich, auch ein Forellenbarsch oder ein Streifenbarsch, eins von beiden. Ich glaube, das ist ein Forellenbarsch hier rechts bei uns. Aber schon mal schön zwei. Oh, oh, da ist schon der nächste. Ah! Das war zu spät. Da hätte ich schon ein bisschen früher anschlagen müssen. Ja, manchmal verpasst man diesen Moment um ja, ein paar Zehntelsekunden und immer schade, man weiß ja immer nicht so richtig, was ist das jetzt, was hätte da jetzt gebissen. Man könnte jetzt auch mit der Unterwasserkamera noch gucken, dröhnt das denn halt nur so wahnsinnig wegen dem Motor hier. War schön animiert. Oh, 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 oh. Oh. Ja, okay. Vielleicht nicht so clever, eine Unterwasserkamera zu drillen. Das war doch ein Streifenbarsch hier. Das ist auf jeden Fall ein Streifenbarsch gewesen. Ja, man hat halt kaum Zeit, aus der Unterwasserkamera wieder rauszukommen, um dann, sag ich mal, den Fisch zu drillen. Ich meine, normalerweise könnte man den auch in der Unterwasserkamera drillen. Ja, würde auch gehen, aber ich drille immer ganz gerne, wenn ich das hier so sehe. Also wenn ich dann auch mit der Route hinterher gehen kann. Na, probieren wir nochmal. So, gucken wir nochmal auf dem Sonar. Da sind jetzt noch zwei.
Fahr mal hinten zu der Boje. Da ist eigentlich auch immer viel los, weil hier ist jetzt gleich in der Nähe so eine Boje. Da haben wir auch schon den einen oder anderen Wels gefangen. Na, hier links. Rechts ist hier nicht so viel zu sehen. Ah, hier hinten ist noch was. Ah, hier sind viele. Okay. Fahren wir einmal durch. Und schmeißen wir da mal hin. Die Boje, ich weiß nicht, ob man die jetzt hier so gut sehen kann. Die ist hier, glaube ich, direkt vor mir. Ist aber wirklich sehr, sehr schwach bloß zu sehen. Am Tag sieht man sie halt ganz gut. Aber nachts, wenn man dann auf Wels will, sieht man sie halt sehr schlecht. Wir lassen jetzt einfach mal den Urinbalken volllaufen. Und dann gucken wir mal, ob man jetzt wirklich wieder zurück teleportiert wird. Ein bisschen nach rechts noch schmeißen hier. Oh, da haben wir einen Biss. Oh, den haben wir gehakt. Oh, 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 da geht die Spannung aber gut runter. Oh, die Spannung ist echt niedrig. Das ist, glaube ich, kein großer Fisch, oder? Aber manchmal kann es auch täuschen. Gucken wir mal, was wir da jetzt haben. Jetzt haben wir ihn gleich draußen. Oh, 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 oh. Ah, schade. Leider wieder nur ein Largemouth-Barsch, aber 5,25 Kilo, auf jeden Fall ein schön großer. Mal gucken, was wir jetzt, Leaderboard müssen jetzt, glaube ich, schon Platz 10 sein. Ja, Platz 10 haben wir jetzt geschafft. Hat der hier oben, oh, der hat schon 300, hier der Badu Dahu, 357 Fische, das ist Wahnsinn. So, dann gucken wir nochmal hier auf dem Sonar, hier ist jetzt eine, hinter uns ist eine. Ich fahre mal hier so ein bisschen links. Oh, hier sind ganz viele. Oh ja. Da schmeißen wir doch mal hin. Jetzt fängt das auch mal an zu regnen hier. Aber ist, glaube ich, ja nicht verkehrt von Wels. Da sind auch wieder viele Forellenbarsche unterwegs hier. Oh, da haben wir schon den Biss. Gleich mal haken. 4,8 Meter Tiefe. Gut, aber mal gucken, was es ist. Oh, oh, da kriegen wir die Spannung gar nicht so hoch hier. Könnte wirklich was Kleineres sein. Aber wie gesagt, das kann in der momentanen Fassung des Spiels auch noch täuschen, was das jetzt ist. Fünf Meter. Wieder ein Largemouth-Barsch. Mensch, alles voll hier mit Largemouth-Barsch. Also Largemouth-Barsch haben wir schon ganz gut gefangen. Direkt alles hier vor uns. Und schmeiße noch mal hier rüber ein bisschen. Vielleicht versteckt sich ja doch hier irgendwo ein Wels.
Müssen ihn bloß hervorlocken. Also er sieht von der Farbe her auch so bräunlich aus. Also ich habe ihn ja schon mal draußen gehabt. Halt auch ein bisschen länglicher. Den sieht man eigentlich auch ganz gut, wenn er hier so nahe der Oberfläche schwimmt. Erkennt man ihn eigentlich auch, weil er so ziemlich lang ist. Wie gesagt, ihr kennt ja Wels schon aus anderen Spielen oder aus dem Realangeln. Wir könnten höchstens nochmal einen Oberflächenköder nehmen, aber... Hinten. Ich habe jetzt auch noch keinen Wels gesehen, der hier irgendwo... Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Jetzt habe ich wieder E gedrückt. Fahren wir nochmal raus. Hier vorne ist eine. Hier sind noch eine. Und drei. Hier ist auch ganz gut. Bleiben wir hier nochmal stehen. Oh ja, hier ist ein guter Spot. So, gucken wir mal. Schmeißen wir mal Richtung Steg. Ja, man muss hier echt aufpassen, die E-Taste, da wird man direkt zum Ufer zurückgespawnt. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, so tiefe Stellen sind schon interessant, denke ich auf jeden Fall. Oh, da beißt was. Der schwimmt doch direkt weg. Ah! No Strike, ich habe doch gerade rechts hier gedrückt. Ah, oh, das gibt's doch nicht. War aber, glaube ich, auch wieder ein Forellenbarsch. Gerade rechts hier gedrückt in dem Moment, wo die Meldung kam. Oh, hier ist ein Streifenbarsch an der Oberfläche. Na, hier scheint sich eine, aber der nähert sich nicht unserem Köder hier. Aber so manch. Ah, da kommt nochmal einer, ein kleiner Forellenbarsch. Ja, der beißt auch gleich. Ah! Das gibt's doch nicht. Schon wieder. Das ist, ja, deswegen. Also, man müsste irgendwie, keine Ahnung, nochmal einen Hinweis kriegen oder so. Wann man denn anhakt, weil ab und zu verfehlt man das irgendwie so von der Zeit. Dass man denn zu spät ist. Also bei mir ist es oft mal zu spät. Zu früh eigentlich eher selten. Oh, ich habe einen Gegenstand dran, ne? Ja, Gegenstand dran, ne? Ihr seht das jetzt gerade, die Stärkeanzeige geht gerade runter. Da haben wir gerade irgendeinen Gegenstand dran, ne? Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Stärkeanzeige nicht komplett weggeht. Mal ein bisschen auffüllen lassen wieder. Ah, schauen wir mal, was wir hier dran haben. Oh, reicht das jetzt noch hier? Oh, eine Granate! Was steht hier? Granate, Handgranate, Frag Delay M67. 30 Erfahrung und $30 kriegen wir dafür. Sehr cool. Auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, einen Auswurf machen wir noch. Erstmal ein bisschen absinken lassen hier. Lassen wir mal einmal komplett absinken und ziehen mal so ein bisschen über den Grund.
Geht schon gut tief runter. Gucken, wie tief das jetzt hier wirklich ist. Na, 9 Meter. Meter. Das soll hier, glaube ich, irgendwie bis 17 Meter oder so, habe ich gehört, soll es hier tief sein. Boah, der geht da echt richtig weit runter hier. Vielleicht kriegen wir da ja unseren Wels her. 13 Meter. Oh! Ah, der See ist echt tief, ja. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Meter aus, geht noch tiefer. Jetzt sind wir auf dem Grund. 17,5. Jetzt holen wir ihn eigentlich fast komplett aus der Tiefe einmal. Und vielleicht haben wir ja Glück und dabei ist dann wirklich jetzt ein Wels. Ansonsten probieren wir es auf jeden Fall in der nächsten Beta-Phase nochmal auf Wels zu gehen. Oh, der Regen hat aufgehört. Ah, beißt noch mal was. Aber ihr seht auf jeden Fall, der Urinbalken ist voll und man wird nicht mehr zurückgeportet. Wie gesagt, in der nächsten Beta-Phase ist der Urinbalken auch weg. Weil da gab es richtig viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass das halt nicht passt zu dem Spiel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal in den Trophy-Raum. Dann kann ich euch den Wels noch mal zeigen. So, gehen wir noch mal Exit. Trophy Room habe ich jetzt auch schon wirklich einige Fische drin. Hier haben wir zum Beispiel Brook Trout. Hier haben wir Bull Trout, Cutthroat Trout. Mal gucken, wo hier der Wels ist. Ich glaube, der ist oben. Hier haben wir den Wels, glaube ich, ne? Ja, Channel Catfish, 5,73 Kilogramm, 72 Zentimeter. So sieht er aus, der gute Junge. Hier haben wir nochmal die Regenbogenforelle, hier den Blugel. Dann haben wir hier drüben noch ein paar Fische. Wie gesagt, alle haben wir noch nicht, aber mal gucken. Largemouth Barsch haben wir hier, 5,42 Kilogramm. Hier ist die Bachforelle, glaube ich. Brauntraut müsste Bachforelle sein, 2,99 Kilogramm. Hier haben wir nochmal einen Black Crappie. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns mit Ultimate Fishing Simulator in den nächsten Wochen wieder, wenn die zweite Beta-Phase beginnt. Und ansonsten, ja, wird die Woche auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal Russian Fishing kommen. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer The Water Frank. Tschüss!